Guten Tag und willkommen zu Fire Emblem Fates Offenbarung. Meine kleinen süßen Vifos und meine großen starken Husbandos. Und natürlich auch hier im wundervollen Spiros Inn. Was geht ab? Heute leider kann ich euch nicht bedienen in unserem schönen, gemütlichen Spiros Inn. Denn ich bin ein wenig krank. Und wenn die nächsten Tage nichts kommen sollte, dann wisst ihr Bescheid. Ja, das sage ich jetzt direkt vorab, damit die nächsten Tage nicht sich jemand beschwert, wieso dann kein Fire Emblem kommt. Ja, sicher gehen. Es wird wahrscheinlich trotzdem Leute geben, die nicht mal Fire Emblem gucken, aber dann einfach nur mich blamen wollen, dass ich kein Fire Emblem gebracht habe. Aber egal. Ihr, meine Waifus und meine Husbandos, ihr wisst Bescheid. Ja, ihr wisst Bescheid, wenn die nächsten Tage nichts kommen sollte. Auf jeden Fall, was machen wir heute? Wir kümmern uns heute auf jeden Fall erstmal um die Unterstützungsgespräche. Und dann ziehen wir los und machen die letzte Kinderquest. Zwar nicht die letzte, die wir haben, aber die letzte, die wir vorerst machen werden, bevor wir mit Mr. Story weiter fortfahren. Und das ist dann Cadens Tochter, glaube ich, oder so. Ich glaube, der kriegt eine Tochter. Genau wie Keaton kriegt er auch, glaube ich, eine Tochter. Ja, seine Tochter werden wir holen. Und was ich ganz vergessen hatte, letztes Mal zu erwähnen, und zwar dieses Gebäude hier. Dieser Onsen. Ja, das ist eine heiße Quelle, ein nicht Schwimmbad, sondern wie so eine Sauna, ja. Wenn man die auf Stufe 3 aufrüstet, was ich gemacht habe, kriegt man einen neuen Charakter geschenkt. Ja, und das ist dann der Fuga. Wer vielleicht sich noch an den erinnern kann, Fuga ist der Typ, der war ganz am Anfang des Spiels, ich glaube, das war eines der ersten Quests nach den Tutorial-Quests. Ja, da war der mit diesem Hayato zusammen. Ja, da waren die in so einem, die sind vom Windclan und das war so eine Map, wo wir die ganze Zeit rumgepustet wurden von Windböen und so weiter. Und da war der Anführer des Windclans, ist der Fuga. Und ja, wenn man halt diesen Onsen hier auf Stufe 3 aufbaut, dann kommt er und sagt: Yo, Bruder, was geht ab? Ich helfe dir. Ja, und das werden wir ausnutzen. Das werden wir ausnutzen, weil er ist auf jeden Fall ein sehr starker Charakter. Ich glaube sogar, gelesen zu haben, einer der stärksten in ganz Offenbarung. Deshalb werden wir den, denke ich mal, früher oder später auf jeden Fall noch in Aktion sehen. Auch wenn er mit kaum Leuten interagieren kann, weil er kann, glaube ich, nur mit Hayato, mit seinem Lehrling und mit Kegelton. Ja, er kann nur mit Hayato und Kegelton quatschen. Das heißt, seine Backstory wird nicht großartig revealed. Das heißt, er ist einfach nur ein stummer, dummer Typ, aber ein stummer, dummer, starker Typ. Ja, und das wollen wir. Die müssen nicht unbedingt reden, um stark zu sein. So. Und wer quatscht denn heute hier? Ryoma, Xan, oh lol. Ah ja, Shiro, klar, Shiro hat ja gerade seinen Sohn bekommen. Da ist der Clan. Das heißt, deine Mama wird auch mit Shiro reden. Und dann haben wir Camille. Ja, Camilla ist ja die Mama. Dann haben wir Kase und Felicia. Kase und Felicia hatten wir doch sogar schon, nee, doch nicht. Ich dachte, wir haben da schon ein bisschen mehr was bei denen gehabt, aber doch nicht. Xander und Ryoma, oh lol, das könnte spannend werden. Okay, gut, dann fangen wir einfach mal an mit Ryoma und seinem Sohn. Mal gucken, ob es jetzt wieder eine Erziehungsschelle geben wird. Ja, im letzten Part hat er ja Shiro so einiges, ne, aufgetadelt oder betadelt, eingetadelt, vertadelt, wie auch immer man das sagt. Auf jeden Fall hat Shiro einen Tadel von seinem Papa bekommen. Ja, und er ist schon ein, der Sohn ist schon einer, ja, wie soll ich sagen, er ist ein Rebell. Er ist gerade in seiner rebellischen Phase und das ist, glaube ich, normal, dass er ein bisschen aufmüpfig ist. Und ja, mal gucken, worum es jetzt geht bei deren Gespräch. Hey, Vater! Was ist, Shiro? Bist du hier, um mich wieder herauszufordern? Nein, das ist es nicht. Ich habe sowieso keine Chance gegen dich. Wirklich? Das ist ungewöhnlich. Worum geht es denn? Heraus mit der Sprache. Die Wahrheit ist, ich bin an deinem Schwert interessiert. Oh, lol. Oh, Mann. An meinem Schwert? Ja, wurde es nach deinen Wünschen angefertigt? Ich habe noch nie solch eine Klinge gesehen. Sie ist so kunstvoll verziert. Hatten wir nicht mit Ryoma und Camilla auch so ein ähnliches Gespräch gehabt? Oh Mann. Oh Mann. Das ganze Schwert wirkt besonders. Hm, das ist wahr. Das Raginto ist einzigartig. Ja, es ist auch eines der vier heiligen Waffen. Ja, also abseits von dem Yato. Die Könige Hoshidos haben es von Generation zu Generation weitergereicht. Oh, das heißt also, dass es einst von meinem Vorfahren benutzt worden ist? Es war einst die Waffe, die mein Vater, König Sumeragi, am liebsten verwendete. Es erfüllte mich mit Ehrfurcht, ihn das Raginto im Kampf schwingen zu sehen. Ich wollte diese Klinge unbedingt besitzen. Interessant, ich verstehe dieses Gefühl. Eines Tages wirst du dieses Schwert ererben. Er kann nicht mal Schwerter benutzen, er ist ein Speerkämpfer. Ja, okay, man weiß nicht, was er in seiner Meisterklasse machen kann, aber auf jeden Fall
Jetzt kann er, glaube ich, noch kein Schwerter benutzen. Ja, ich glaube nicht. Doch, du bist noch nicht ganz bereit dafür. Dir fehlt die Disziplin und die Bereitschaft eines Königs. Und du bist noch gerade noch da, Ryoma. Deshalb, solange du lebst, wird er sowieso das Schwert nicht benutzen. Ne? Deshalb, bleib mal cool, Bruder. Dein impulsiver Charakter zeigt klar, dass du noch nicht zum Regieren bereit bist. Wie könnte ich auch bereit sein? Ehe ich diese Welt betrat, wusste ich noch nicht einmal, dass ich einer Königsfamilie angehöre. Ja, das ist wohl wahr. Zweifelst du an meinen Fähigkeiten? Ich werde meinen Können weiter verbessern. Ich werde mich dir beweisen. Ich bin viel stärker geworden, seitdem ich das geheime Reich verlassen habe. Ich habe dich sogar noch manchmal im Training besiegt. Du weißt, wie sehr ich mich verbessert habe? Als Krieger bist du sicher gewachsen. Doch es bereitet mir Sorgen, dass du so stark aufs Gewinnen fokussiert bist. Wovon redest du? Ich bin zu einem Speerkämpfer geworden, damit ich dich übertreffen kann. Stimmt das? Ja, stimmt. Speer ist gegenüber Schwert im Vorteil. Was ein ekliger, ja. Er nimmt sich extra eine Waffe, die mit der im Vorteil ist, ja. Nicht irgendwie One-on-One oder sowas mit gleichen Regeln. Nee. Er ist ein ekliger, der Shiro. Er ist ein richtig ekliger. Der ist auf jeden Fall gerade in seiner rebellischen Phase, wie man sieht. Ich würde aber nicht sagen, dass ich davon besessen bin, zu gewinnen. Du benutzt einen Speer nur dazu, um die Oberhand zu gewinnen? Ja, darum geht's, ne? Unglaublich. Ja! Dieses reduktive Denken beweist nur, wie viel du noch zu lernen hast. Mit dieser Einstellung wirst du dieses Schwert niemals erben. Ich brauche frische Luft, ich muss wieder einen klaren Kopf bekommen. Ach, komm schon, jetzt stürm nicht davon. Vater! Meine Einstellung ist doch nicht so schlimm. Oh, es geht. Der Ryoma ist auf jeden Fall noch ein junger Jungspund, der so einiges zu lernen hat, ja. Und ich denke nicht, dass wir großartig noch mit Shiro kommunizieren werden, weil wahrscheinlich werde ich sowieso Shiro gar nicht in meinen Kämpfen, in meinen zukünftigen Schlachten benutzen. Aber wer weiß, mal schauen. Vielleicht ja doch, ne, man möchte, aber seine Werte, ja, obwohl, er hat gute Stärkewerte. Er ist nicht unbedingt der Schnellste, aber er ist auch nicht unbedingt der Langsamste. Er hat halt eine gute Verteidigung. Ja, mal schauen, ob wir den benutzen. Eigentlich schon, weil er muss eigentlich stark werden. Weil er ist der Sohn von Ryoma und Camilla. Er muss eigentlich noch ein Monster werden. Bis jetzt sieht das noch nicht so aus, als wäre er ein Monster. Aber ich denke mal schon, dass er ein Monster wird. Ja, er hat gerade 118 Macht. Ich denke schon, dass er noch ein Monster wird. Ja, mal schauen. Wobei, wenn ich jetzt so Ryomas Werte angucke, ich habe eigentlich gedacht, dass Ryoma mit seiner Geschwindigkeit schon über 30 ist. Wenn ich jetzt so Ryomas Werte vergleiche und Ryoma ist schon Level 8 und sein Sohn ist Level 6, dann muss ich schon sagen, Shiro ist doch schon OP. Okay. Ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Shiro ist OP. Er gehört ins Team. Okay, gut. So, Ryoma und Xander. Prinz Ryoma, es gibt etwas, über das ich mit euch sprechen muss. Was gibt es? Meine Geschwister haben sich beschwert und auch meine Soldaten. Wann immer einer von uns mit Kegelten reden will, seid ihr anwesend. Selbst wenn ihr es nicht seid, ist immer ein Hoshido dabei. Was soll das? Ich dachte, wir suchen einen Weg zum Frieden, eine Allianz des Vertrauens. War das etwa eine Lüge? Zweifelt ihr immer noch an unseren Absichten? Es war keine Lüge. Wieso behaltet ihr uns dann weiter unter Beobachtung? Ich beschloss, euch zu vertrauen, doch viele hoshidische Krieger tun es nicht. Deshalb behalte ich euch und die euren im Blick. Ich wünschte, das wäre nicht nötig und es schmerzt mich, wenn euch dies betrübt. Ist es denn wirklich so unmöglich, Noren zu vertrauen? Versuch mich zu verstehen, Prinz Thunder. Ihr fucking Noren seid in unsere Stadt eingebrochen, ja, in Frieden und habt dann einfach meinen Vater umgeschlachtet. Was ist los mit euch? Ja, das ist ein bisschen schwierig, euch zu vertrauen. König Garon lockte meinen Vater in eine Falle und ermordete ihn kaltblütig. Ja, sag ich doch. Ferner entriss er Kegelten unserer Obhut, ein unschuldiges Kind. Ihr müsst meinen Landsleuten ihr Misstrauen nachsehen. Wohl wahr. Doch wollt ihr den Sohn für die Sünden des Vaters büßen lassen? Ich verstehe, dass es König Garons Taten waren und er nun auch euer Feind ist. Jedoch bleibt euer Vater, auch wenn er unser Feind ist. Unabhängig von den Fakten ist es sicher schwer für euch, gegen ihn zu kämpfen. Ich versuche, eure Lage zu verstehen. Jedoch solltet ihr... Verstehe! Fahrt nicht fort. Ich werde meine Leute anweisen, es euch nachzusehen. Euer Denkweise, so falsch sie auch sein mag, erscheint mir verständlich. Prinz Thunder. Vertrauen lässt sich nur verdienen, nicht verlangen. Dafür braucht es wohl Zeit. Bis es soweit ist, werden wir eure Haltung ertragen und das unverdiente Misstrauen.
Okay, da ist eine etwas wärmere Luft in der Atmosphäre, wenn die miteinander reden. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Wahrscheinlich ist am Ende wahrscheinlich dann Friede, Freude, Eierkuchen. Aber ich bin mir auch noch nicht sicher, ob die überhaupt noch miteinander reden werden, weil meistens schicke ich ja Xander und Ryoma in zwei verschiedene Richtungen, weil beide stark, beide übernehmen dann irgendeine Seite von dem Kampffeld und ja, deshalb bezweifle ich, dass sie noch großartig miteinander reden werden. Aber wer weiß, vielleicht kommt ja noch dazu. Vielleicht kommen wir noch auf eine Schlacht, wo es so enge Gänge sind und dann werden die viel miteinander kämpfen. Mal schauen. So, Kasa und Felicia. Yay, schon wieder eine tollpatschige Frau. Eine tollpatschige Felicia, die etwas Tollpatschiges macht. Juhu. Das hatten wir noch gar nicht. Noch kein einziges Mal. Und damit hätten wir dann alles zusammen. Genau. Oh, haben wir etwas vergessen? Oh nein, ich bin nur überrascht, wie problemlos der Einkauf erledigt war. Oh, das ist doch eine gute Sache. Es bedeutet, dass du alles richtig gemacht hast. Nein, ich bin mir ziemlich sicher, dass es nur daran liegt, dass ihr bei mir seid. Und wenn ihr nicht gekommen wärt, hätte ich selbst den Einkaufszettel vergessen. Das passiert mir vielleicht das ein oder andere Mal auch. Ja, deshalb schreibe ich mir selten Einkaufszettel auf Papier auf, weil das vergesse ich eh. Ich lasse es eh liegen. Deshalb schreibe ich mir meistens immer Einkaufszettel auf meinem Handy drauf. Ja, ich schicke dann WhatsApp-Nachricht an mich selbst, was ich kaufen will. Und das vergesse ich dann nicht, weil mein Handy habe ich immer dabei. Ja. Nun, jeder von uns verliert doch manchmal etwas. Du stehst keineswegs in meiner Schuld. Ich sagte doch, dass ich dir helfen würde. Daher habe ich öfter nach dir gesehen, um sicherzugehen, dass alles in Ordnung ist. Wie so ein Babysitter. Wirklich? Dann habt ihr das Herdfeuer gelöscht, bevor er ein Feuer ausbrach? Und auch den Farbtopf gegen die Holzpolitur ausgetauscht? Und daher wirkte auch die Wäsche auf der Leine bereits wie gebügelt. Oh lol. Vielen Dank, Kase. Ich stehe in eurer Schuld. Keinesfalls. Ich helfe dir, weil ich es so möchte. Und weil, ach, nichts. Hey, Kase. Du bist schon verheiratet. Du hast schon ein Kind. Reiß dich zusammen, ja? Auch wenn Felicia eine kleine Hübsche ist, ja, übertreib's nicht. Wenn Beruka das mitbekommt, du weißt, wie Beruka drauf ist, ja? Du kennst ihr Temperament, ja? Und wenn du irgendeinen Scheiß machst, dann hängst du. Dann hängt sie dich. Sowas von, ja? Also pass auf, was du sagst. Hä, und weil was? Nichts. Ich habe mich versprochen. Verzeiht mir. Sagt schon. Ihr verbergt doch etwas vor mir. Selbstverständlich nicht. Ich freue mich nur, dass ich helfen kann. Ist das nicht genug? Mich könnt ihr nicht zum Narren halten. Ich weiß nicht, wovon du redest. Einen schönen Tag noch. Hey, ihr könnt doch nicht einfach so verschwinden. Kase! Ja, gut. Das war ein äußerst interessantes Gespräch mit dem tollpatschigsten Charakter im ganzen Spiel. Es war wieder äußerst tollpatschig und äußerst wieder uninteressant. So, Shiro und seine Mama. Hey, Mutter, hast du Lust, heute etwas zu unternehmen? Warum fragst du? Wie kommst du darauf? Naja, in meiner Kindheit konnten wir nicht viel Zeit miteinander verbringen, richtig? Vielleicht können wir das jetzt mit etwas Mutter-Sohn-Zeit nachholen. Welche wunderbare Idee. Nur fällt mir im Moment nicht wirklich etwas ein. Aber danke. Ehrlich gesagt bedeuten mir deine Gefühle alles. Aber wie können wir uns näher kommen, wenn du keine Zeit mit mir verbringst? Jetzt eine wichtige Frage. Und zwar, es ist ihr eigener Sohn. Ihr eigener, leiblicher Sohn. In ihm ist ihr Fleisch und Blut drin. Jetzt frage ich mich, ist sie immer noch mehr in Kegelton Fanat als in ihren eigenen Sohn? So wie ich Camilla einschätze, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich ist ihr Sohn sogar ihr egal, wenn es um Kegelton geht. Ja, so ist die Camilla. Aber wie können wir uns näher kommen, wenn du keine Zeit mit mir verbringst? Mit Vater kann ich auch nichts machen, er denkt ständig nur an den Krieg. Du siehst ihn wahrscheinlich selbst kaum. Hat er dir je ein Geschenk gegeben? Shiro, so etwas macht dein Vater nicht. Nun, ich bin nicht wie er. Ich will, dass du weißt, wie besonders du bist, Mutter. Komm schon, bitte. Fällt dir denn nichts ein, das du gerne machen würdest? Warum lachst du mich so aus? Du vergleichst dich immer gleich mit ihm. Das ist einfach albern. Er wäre furchtbar verärgert, wenn er dich so reden hörte. Du musst nur wissen, dass ich glücklich bin, mit deinem Vater verheiratet zu sein. Er behandelt mich sehr gut, Shiro. Mutter, bist du dir sicher? Er ist nicht mal hier, um dir zu zeigen, dass er dich liebt. Du weißt es vielleicht nicht, aber er liebt mich von ganzem Herzen, Liebling. Wenn du das wirklich nicht glauben kannst, dann beweise ich es dir eines Tages. Diesen Beweis würde ich gerne sehen. Ich nehme dich beim Wort, Mutter. Ich weiß nicht, ob du so gerne diesen Beweis sehen möchtest. Ich weiß nicht, ob man als Sohn seine... Du wirst nicht enttäuscht sein. Das hoffen wir alle. So, gut, dann haben wir die Unterstützungsgespräche hinter uns. Und, oh Moment, hier kann ich noch was snacken. So, und dann können wir jetzt eigentlich los in den nächsten Kampf. Ich speichere mal kurz die Gespräche ab. Und können jetzt in die nächste Schlacht ziehen.
Wo es dann um Cadens Kind geht. Kasel, Selki. Selki war, glaube ich, seine Tochter, oder? Jäger und Beute. Leos Sohn? Ja, das muss das sein hier. Selki. Selki, ein interessanter Name. Ein interessanter Name. Jäger und Beute, neben Quest 10. Ist wahrscheinlich wieder fucking schwer as fuck. Oh. Oh. Wait, wait. Warte, warte, komm zurück, kleiner Vogel. Ach, Menno, jetzt ist er weg. Das mit dem Fliegen ist so ungerecht. Dann muss ich wohl auch fliegen lernen. Das kann ja nicht so schwer sein. Ah, ich wollte gerade sagen, es gibt ja Fuchsarten, die fliegen können, aber ich habe gerade mit Eichhörnchen verwechselt. Das waren Flughörnchen, nicht Flugfüchse. Lol, fliegende Füchse. Das wäre seltsam. Ich suche mir einfach den höchsten Baum in der Gegend und springe herunter. Das klingt nach einer super Idee. Hm? Was ist das denn für ein leuchtendes Portal? Hallo? Jemand zu Hause? Hallo, irgendwer? Hm, nichts. Ich werfe nur mal einen kurzen Blick hinein. Also so ähnlich wie bei Valuria. Valuria ist auch einfach rumgerannt und hat ein Portal gefunden und mit Selki genauso. Okay. Was ist das hier, Schnüffel, Schnüffel? So viele unbekannte Gerüche. Ihr geht, was stinkt denn hier so? Lol, wer ist das denn? Daishi. Was haben wir denn hier? Eine Kitsune. Was? Wo? Oh, du meinst mich? Muss mein Glückstag sein. Für eine Kitsune bekomme ich ein Vermögen. So lacht er. Egal, ob tot oder lebendig, dann mache ich mir es mir leicht. Tod muss reichen. Ha! Hm? Was ist mit Vermögen gemeint? Und was meint er mit Tod? Seltsam. Oh, lol. Die ist wirklich in einer ganz anderen Welt aufgewachsen. Also komplett in einer anderen Welt. Egal, es klingt auf jeden Fall spaßig. Ja, dieses typische Anime-Getue. Irgendwelche naiven, dummen Mädchen oder generell Charaktere, die keine Ahnung von Menschen und der Welt haben und dann so tun, als wäre das alles voll süß und voll toll. Jeder böse Mensch ist voll süß und gibt's, glaube ich, in jedem zweiten Anime so einen Charakter, der so reagiert. Hey, lass uns spielen, Mensch. Und Boah, Leute, ich wollte schon vorlesen, twittere. Und twittere ich da noch mehr von deinen Freunden. Ja, twitter mal den Freunden ein wenig, ja. Wie heißt du denn auf Twitter, Selki? Na? Verrate mal deinen Namen. Heißt du vielleicht naives Selkichen? Oder Mäuschen wahrscheinlich? Irgendwie sowas, bestimmt. Ja, stimmt. Lass uns alle spielen. Herhören, wir haben sie umzingelt. Bleib zusammen, lass sie nicht entkommen. Okay, Daishi. Kann es kaum erwarten, meine Selki zu sehen. Jedes Mal, wenn ich ins Geheime Reich gehe, ist sie noch toller geworden. Ist das wahr? Und du sagst, sie ist auch eine Kitsune? Ja, wenn sie die Tochter ist, dann... Ich glaube nicht, dass ein Schwein ein Pferd gebären kann, oder Hayato? Hayato, was ist los mit dir? Oh Mann. Na klar, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ihr Fell ist genau wie meins. Wahrscheinlich ist es jetzt noch glänzender als bei meinem letzten Besuch. Hä? Denk mal lieber nicht so viele an Selki. Verstanden? Ich warne dich. Oh, lol. Lass die Finger von ihr, oder es knallt. Da verstehe ich gar keinen Spaß. Das ist ein guter Vater. Du machst Witze, richtig? Ich weiß, dass die Menschen eine Art manchmal jagen. Aber du weißt schon, dass ich ein Freund bin, oder? No, no, no. Ein Raubalt. Nein, nein, schaff sie vom Hals. Sie ist verrückt. Need a hand? Brauchst du Hilfe? Oh, Moment, jemand wie dir sollte ich wohl nicht helfen. Noch einer. Ah, wie es aussieht, zerstört die gerade die ganze Truppe von Daishi. Klingt jedenfalls so. Und das ist gerade einer, der gerade aus der Truppe flieht und nach Hilfe sucht. Noch ein was? Etwa ein Kitsune? Hier im Wald? Du meinst doch nicht zufällig eine Kitsune-Mädchen, oder? Sie sieht aus wie ich. Atemberaubendes Fell. Leuchtenden Augen? Was? Ja, mehr oder weniger. Ah, ich wittere Selki. Und einige deiner Art in ihrer Nähe. Ihr wollt eure dreckigen Pfoten an meine Tochter legen. Ich kann nicht lesen. Ich schätze, ich muss euch allen zeigen, was ich mit oder es knallt meine. Ja, dann zeig mal, was du damit meinst. Puh, bin ich kaputt, ey. So, hatten wir es? Nee, ich wollte gerade schon sagen, das ist doch dieses Kampffeld, was wir schon mal hatten, als wir Saizo und so weiter bekommen haben. Aber das sieht nur so ähnlich aus. So, die Karte bitte. Diesmal gucke ich mir auf jeden Fall die Karte an, weil damals habe ich ja nicht gedacht, dass man durch die Bäume nicht durchrennen kann, aber die Bäume sind in dem Fall Wände. Ja, deshalb sollte ich hier auf jeden Fall... Nee, Moment, hier sind sie gar nicht die... Moment, hier sind die Bäume gar nicht die Wände. Die Hügel sind irgendwie die Wände. Aber hier ist einer auf dem... Nee, ist er nicht auf dem Hügel. Okay, die Hügel sind jetzt irgendwie die Wände, aber durch die Bäume kann man laufen. Okay, so.
Oh, wir haben hier wieder so viele Ninjas, wie ich sehe. Da ist ein Ninja. Oh, ich mag keine Ninjas. Und auf jeden Fall sehr, sehr viele Bogenschützen. Oh, Mann. Wer ist das hier oben? Daishi. Das ist der Boss. Und wo ist überhaupt... Wo ist überhaupt sie? Wo ist überhaupt sie? Selki. Hallo? Ich will die Karte. Hallo? Achso, ich habe doch schon die Karte auf. Ich bin zu dumm. Wo ist denn Selki? Ist sie noch nicht gespawnt? Oder wieso wird mir angezeigt, dass ich einen grünen Verbündeten habe? Was steht sie hier mittendrin? Nee, auch nicht. Mir wird gesagt, ich habe einen grünen Verbündeten. Er ist aber noch nicht da. Seltsam, dass mir das trotzdem schon gezeigt wird, dass ich ihn habe. Okay, gut. Doch, da ist sie. Lol, ich bin blind. Da ist sie. Selki. Sie steht wieder, wie auch Shiro, einfach mitten im Geschehen. Muss ich mich auf jeden Fall beeilen. Ich hätte vielleicht mit Felicia einfrieren nehmen sollen. Das habt ihr auch schon geschrieben, als ich die Shiro-Quest gemacht habe. Habt ihr auch geschrieben. Kegelton, es wäre viel sicherer gewesen, wenn du nicht einfrieren, sondern wenn du retten mitgenommen hättest. Rettung, oder wie das heißt. Dass man einen Charakter, der weiter entfernt ist, zu dir selbst teleportieren kann. Und das habe ich letztes Mal vergessen und das habe ich jetzt wieder vergessen. Moment, aber ich kann ja gucken, vielleicht habe ich das immer noch im Inventar. Das Inventar kann ich ja noch checken. Moment, wo ist er denn? Wo ist denn Felicia? Da ist Felicia. Nein, nicht das. Einheiten, Felicia. Nein, nicht Einheiten. Oh, ich bin voll durcheinander hier. Felicia. Items. Nein, wo war das? Das war hier. Habe ich hier eine Rettung zufällig am Start? Bitte, ja, bitte sag. Zuckerstange. Stellt bei einem Verbündeten 10. Okay, eine Zuckerstange. Interessant. Rettung, ja, habe ich am Start. Dann kann ich irgendwas wegpacken. Was packen wir denn weg? Wir packen mal das hier weg. Und wir brauchen eine Heilung. Sie hat keine Heilungen mehr. Oh, die sind ja alle so komisch. Die sind alle so cool. Ich finde es schade, dass man die nicht aufstacken kann, weil das ist immer ein bisschen doof, wenn dann so 6 Zweier oder sowas liegen, weil so eine Zweierheilung nehme ich halt nicht mehr in den Kampf mit, weil ich brauche definitiv wahrscheinlich mehr als 2 Heilungen, ja? Und deshalb packe ich dann meine Zweierheilung raus, wie ich jetzt auch tun werde. Aber die wird dann nicht gestackt. Die wird dann nicht gestackt. Das ist voll ekelhaft. Und dann habe ich hier so Zweier, 2x2er, 1x6er, 1x17er, total beschissen. So, Heilung bitte nehmen. So, haben wir das auch. So, analysieren. Wohin gehen wir? Wir müssen auf jeden Fall in ihre Nähe. Auf jeden Fall in ihre Nähe. So schnell wie möglich. Hier sind auf jeden Fall... Hier ist eine Wand direkt. Ich denke mal, 2 Leute werden sich direkt die hier holen. Ein Ninja. Was ist gut gegen einen Ninja? Auf jeden Fall irgendjemand, der schneller ist. Auf jeden Fall ein Kegelton. Kegelton wird sich, denke ich mal, auf jeden Fall snacken können. Nee, kann er nicht. Er ist zu weit entfernt. Wer hatte eine gute Geschwindigkeit, um nicht von ihm zweimal angegriffen zu werden? Die könnte nicht zweimal angegriffen werden, aber die wird aber trotzdem zurück angegriffen. Keaton, warte mal, was ist denn mit Keaton? Keaton 26, nee, reicht auch nicht. Er ist der Einzige, der ihn zweimal angreifen könnte und auch töten könnte. Schwierig. Moment, erstmal auf jeden Fall ein paar Leute raus. Charlotte raus. Und Leo können wir diesmal mitnehmen. Und dann nehmen wir noch... Ja, das reicht eigentlich. Ja, das reicht eigentlich. Fuga könnte ich vielleicht noch mitnehmen. Er hat gar keine Waffen. Lol. Er hat gar keine... Lol, wieso hat er keine Waffen? Okay, dann nehmen wir halt ihn nicht. Auch wenn ich ihn ausrüsten kann, nehmen wir ihn erstmal noch nicht. Er ist sowieso ein bisschen überlevelt. Wir nehmen ihn später irgendwann. Wenn wir mit der Story weitermachen, dann nehmen wir ihn mit. So, ansonsten habe ich meine Leute am Start, ne? Ja, habe ich. So. Position. So, wo schicken wir die Leute hin? Auf jeden Fall... Ryoma könnte sich den einfach dann snacken, würde ich sagen. Er wird ihn wahrscheinlich nicht one-hitten. Aber hey, dann kann vielleicht noch Kaldori oder sowas nach... Was heißt Kaldori? Ich greife einfach mit 2 Leuten ihn einfach an, dann klappt das schon. So, und den Magier holt sich dann einfach mal... ja, sagen wir einfach Veluria oder sowas. Wird schon irgendwie klappen. Hier haben wir Bogenschütze. Oh, da direkt vor der Tür ein Bogenschütze. Der muss eigentlich als erstes weg. Hm... 19 Geschwindigkeit. Ja, wir klären das schon. Komm, wir starten jetzt einfach mal. Wir starten mit dem Kampf lieber beim nächsten Mal. Wir starten lieber mit dem Kampf beim nächsten Mal, weil lohnt sich ja sowieso nicht mehr großartig anzufangen und ich bin gerade auch ziemlich fertig in meinem Kopf. Die Erkältung ist ein bisschen ekelhaft.
Und ja, wie gesagt, ich wollte eigentlich schon heute keinen Fire Emblem-Paten mehr bringen, aber dann wäre es zu verwirrend, weil auf Twitter folgen, dem Twitter-Account von Spiros in folgen auch sehr wenige Leute, um halt zu verstehen, dass heute, wieso heute kein Part gekommen wäre. Ja, deshalb habe ich heute noch mich zusammengerissen und trotzdem noch ein Part rausgebracht, um zu sagen, hey, ich bin momentan krank und wenn es die nächsten Tage noch schlimmer werden könnte, dann kommen die nächsten Tagen keine Parts. Dann wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Ja, dann wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Passt auf euch auf, werdet nicht krank, so wie ich. Und dann ist auch alles cool. Nun genießt eure Ferien. Wir sehen uns vielleicht morgen, wenn alles gut läuft. Wenn nicht, dann bald bestimmt. Tschüss.